Da die Bibel bezüglich der Wiederkunft Christi sagt, dass beim Herrn ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag ist, vergleichen wir die Woche mit dem Ablauf der Menschheitsgeschichte. Die 1000 Jahre nach der Wiederkunft Christi und die Ewigkeit danach werden in der Bibel auch als Sabbatruhe bezeichnet. Wenn man die in der Bibel verzeichneten Jahresangaben für die einzelnen Generationen von Adam an addiert, so ergeben sich bis auf Christus ca. 4000 Jahre. Auch nachzuvollziehen im Atlas der Weltgeschichte von dem Thienemann Verlag aus Stuttgart. Und von dort an bekanntlicherweise 2000 Jahre, was zusammen 6000 Jahre macht. So schildert uns die Bibel 6000 Jahre Menschheitsgeschichte und nach der Wiederkunft Christi eine 1000-jährige Sabbatruhe. Vergleichbar mit den 6 Tagen der Woche und dem abschließenden Sabbat. Jesus sagt, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Erkennen Sie jetzt, dass er nahe vor der Tür ist?